Benvenuti al Centro Tedesco di Studi Veneziani. Andando verso la fine di questo anno difficile, ispirati da questa bellissima giornata veneziana e sempre sperando che la separazione forzata di voi, caro pubblico e care amiche e cari amici, non durerà ancora tanto, desideriamo mandarvi un saluto. Noi nel frattempo Continuiamo a registrare le nostre iniziative e a metterle a disposizione di voi se avete piacere di trascorrere qualche tempo con noi. Noi siamo molto felici. Adesso vi auguro buona visione, buon ascolto e buon divertimento con le nostre borsiste e i nostri borsisti. Vi aspettiamo quanto prima qui da noi in sede. In El Fratempo sul nostro canale YouTube. Ciao. Herzlich willkommen hier bei uns im deutschen Studienzentrum in Venedig. Inspiriert von diesem herrlichen venezianischen Wetter möchten wir Ihnen einen Gruß senden, immer in der Hoffnung, dass diese erzwungene Trennung von Ihnen, liebes Publikum, liebe Freundinnen und Freunde, nicht mehr sehr lange dauern wird. In der Zwischenzeit fahren wir fort, unsere Veranstaltungen aufzunehmen und sie zu Ihrer Verfügung zu stellen. Wenn Sie mögen, vielleicht die eine oder andere Stunde etwas Zeit mit uns zu verbringen, würden wir uns sehr freuen. Bis dahin senden wir Ihnen alles Liebe. Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß mit unseren Stipendiatinnen und Stipendiaten. Gutes Zusehen, gutes Zuhören und auf bald entweder auf unserem YouTube-Kanal oder noch besser hier bei uns in Venedig. Ciao. Buonasera, sono Rastislav Tomanov e sono borsista Fritz Thyssen qua al centro tedesco. Sono storico dell'arte e nell'ambito del mio progetto mi occupo di un ciclo di disegni di Giovanni Domenico Tiepolo che si chiama Divertimento per i ragazzi. E qua a Venezia sto sviluppando l'idea che questi disegni hanno un nesso con i diversi prassi teatrali e spettacolari del tardo 700 il tempo quando Domenico ha disegnato questi foli. Guten Abend, mein Name ist Ristislav Tomanov und ich bin der Jahresstipendiat der Fritz Thyssen Stiftung hier am Deutschen Studienzentrum. Ich bin Kunsthistoriker und in meinem Projekt setze ich mich mit einem Zeichnungszyklus des venezianischen Malers Giovanni Domenico, Domenico Tiepolo auseinander. Ich frage mich, wie diese Zeichnungen zusammenhängen mit dem Theater und den verschiedenen Spektakelformen der Zeit und inwiefern die inneren Strukturen dieser Praktiken auf die Zeichnung sich ausgewirkt haben. Und im Laufe der Zeit... In der ich hier arbeiten, in der ich hier in den verschiedenen Bibliotheken und in Museen forschen konnte, hat sich mein Projekt auch etwas ausgeweitet und jetzt beschäftige ich mich sozusagen im Großen und Ganzen mit Fragen von Narrativität, von Konnektivität und Variation im zeichnerischen und drographischen Werk von Giovanni Domenico Tiepolo. Ciao a tutti, sono Francesco Gangemi, ich bin Kusthistoriker und ich bin seit Juli am Deutschen Studienzentrum hier in Venedig. Es war eine schwierige Zeit durch diese Pandemie, aber es war auch sehr schön, in Venedig zu sein und die Erfahrung eine sehr ruhige und ohne viele Touristen in Venedig zu haben. Meine Forschung ist über den Heiligenkult im Adriatischen Raum und ich hatte die Gelegenheit, um einige Handschriften von der Marciana zu arbeiten und ich könnte auch eine kleine Parallelstudie entwickeln. Um, meine Frage lautet: cosa succede quando un Glockenturm verschwinde? E io ho con il Fall di uh, San Marco in Venedig. Uh, angefangen. Ciao a tutti, sono Francesco Gangemi e sono uno storico dell'arte. Sono qui al Centro Tedesco da luglio. È stato un periodo eh, da un lato difficile per, per lavorare, ovviamente a causa della pandemia, e dall'altro è stato anche invece prezioso poter essere qui, eh, sia per avere un'esperienza indimenticabile di una Venezia con pochi turisti, e, e sia per poter lavorare comunque su fonti veneziane. La mia ricerca, eh, su, la mia ricerca principale, è sul culto dei santi nello spazio adriatico e in questo senso ho lavorato su alcuni manoscritti conservati alla Biblioteca marciana, ma eh, stare a Venezia mi ha consentito anche di sviluppare un piccolo progetto parallelo eh, sulla conservazione di monumenti ad alto valore identitario come i campanili e sono partito proprio dal crollo del campanile di San Marco. Hallo, ich bin Panos. Ich äh, bin Stipendiat hier im Zentrum für einige Zeit und meine Arbeit betrifft die diplomatische Tätigkeit Kardinal Bessarions, eines gelehrten Kardinals des 15. Jahrhunderts. Äh, meine Arbeit ist in äh, Archiven und Bibliotheken äh, zu forschen äh, und dieses Material in, äh, in eine druckbare Form zu, zu bringen. Im Zentrum habe ich die Gelegenheit in ganzer, Ruhe, in ganzer Ruhe dieses Material zu bearbeiten in den besten Verhältnissen, die möglich sind und nahezu den zu Archiven und Bibliotheken, so im Ort, wo diese Persönlichkeit tätig war. Salve, sono Panos, eh, sono borsista nel, nel centro di studi veneziani. Eh, e il mio lavoro a Venezia è eh, la ricerca sull'attività sull diplomatica del cardinale Bessarione, un personaggio molto conosciuto qua a Venezia. Eh, il mio lavoro consiste soprattutto nella ricerca nell'archivio di Stato di Venezia dove si eh, conservano i, le, le testimonianze della sua presenza qui e portare questo lavoro in una forma, eh, nella forma di un, di un libro e, far, e farlo conoscere. Buonasera, sono Lea Gerhard e sono storica dell'arte. E... Ricerco sul Thema della caricatura italiana, veneziana, della prima età moderna. Ja, guten Tag, ich bin Lea Gerhardt und komme von der Universität Bamberg hier nach Venedig, um die Funktion und Gebrauchsformen, die Verwendung von frühneuzeitlichen italienischen Karikaturen zu erforschen im Rahmen meiner Doktorarbeit und bin hier in Venedig um die frühen Karikaturen, die frühen Porträtkarikaturen zu erforschen, die seit Beginn des 18. Jahrhunderts hier gezeichnet wurden von Künstlern wie Marco und Sebastiano Ricci und auch ähm, Giambattista Tiepolo und dem Kunstsammler ähm, Anton Maria Zanetti. Viele Werke von ihnen sind in der Fondazione Cini, die ich schon bei einem früheren Forschungsaufenthalt sichten durfte. Und hier jetzt im Herbst in Venedig kann ich zum Glück den großen Katalog von der Fondazione Chini nutzen, um meine Texte zu schreiben und meine Forschung weiterzuführen. Mein Name ist Miriam Salzmann. Ich bin für sechs Monate hier bis April 2021. Ich bin Byzantinistin. Und mein Projekt dreht sich um die italienische-venezianische Übersetzung einer griechischen Chronik aus dem 15. Jahrhundert, der Chronik des Dukas, bei der es vor allem auch um den Fall von Konstantinopel 1453 geht. Und von der Übersetzung gibt es die einzige Handschrift hier in der machana bibliothek Deswegen bin ich hier, weil ich die gerne untersuchen möchte. Und zwar äh, vor allem im Hinblick auf äh, kulturelle Fragestellungen, ähm, darauf, wie der anonyme Übersetzer ähm, den Text der Chronik in ihren neuen ähm, kulturellen Kontext einpasst. Ähm, dabei geht es vor allem auch um politische Strategien, wie wird der Fall Konstantinopels dargestellt. Äh, da sieht man schon äh, um, beim ersten Hingucken eigentlich, dass... Ähm, Italienische Text eine andere politische Strategie verfolgt als der griechische Text, e questo uh, interessa mich besonders. Io sono Miriam Salzmann, sono bizantinista e eh, sono qui nel centro tedesco per sei mesi fino ad aprile 2021. E il mio progetto è il manoscritto di una traduzione italiana di una cronica greca eh, del 400 che eh, parla soprattutto del, della caduta di Costantinopoli e la, voglio fare un'analisi eh, della strategia politica e culturale del testo italiano e vedere come parla eh, di, di queste cose, della caduta di Costantinopoli e dei greci. In, insomma. a tutti, buongiorno. Mein Name ist Giulio. Zwar, wie ihr sehen könnt, aus der Quarantäne, aus den eigenen vier Wänden, aber ich kann deswegen erst recht nur mit Sehnsucht und Nostalgie auf die letzten drei Monate zurückblicken, wo ich Stipendiat beim Studienzentrum in Venedig war. Nein, mit Nostalgie, da es vor allem die Wärme war, die ich am meisten vermisse, menschlich, aber vor allem intellektuell. Denn es war der ständige Austausch vor Ort, der mir geholfen hat, meine Doktorarbeit weiterzuentwickeln und um weiterzudenken. Diese handelt sich primär mit der Migrationsbewegung im nordadriatischen Raum nach Venedig, aber vor allem darüber hinaus, die dazu beigetragen hat, dass für einige Jahrzehnte in Italien eine zentrale Flüchtlingsverwaltung Bestand hatte, die heute nicht mehr existiert. Nun auf Italienisch. In italiano. Salve a tutti, sono Giulio. Uh, gli ultimi tre mesi presso il centro di studi tedesco a Venezia mi hanno permesso di pensare e soprattutto di discutere il mio progetto di dottorato che si occupa della migrazione del dopoguerra, dopo la seconda guerra mondiale, da territori come l'Istria, Fiume e la Dalmazia e come questi movimenti hanno aiutato a creare un'opera nazionale, un ente che si occupava con l'inserimento dei profughi e dei rimpatriati per vari decenni, un ente che oggi non esiste più in Italia. Und damit, uh, zurück zum Studio, also zurück nach Venedig, e adesso torniamo a Venezia. <sussurra> Herzlich willkommen hier in der Atelierwohnung der Wohnung, in der die Künstlerinnen und Künstlerinnen arbeiten im Palazzo Barbarigo della Terrazza. Buonasera e benvenuti qua all'ultimo piano di Palazzo Barbarigo della Terrazza dove lavorano, vivono e lavorano i nostri artisti e le nostre artiste. In diesem Kunstherbst konnten wir trotz der zunehmenden Schließung in Venedig noch einiges machen. Unter anderem war gerade die bildende Künstlerin Marlene Barth wieder hier, unsere Stipendiatin 2020, jetzt als Stipendiatin der Fondazione Berengo. Und sie hat einige tolle Glasarbeiten gemacht, die wir Ihnen in einigen Fotos zeigen. Und äh, diese Fotos äh, sind gerade entstanden und wir freuen uns auf eine Ausstellung, die Marlene haben wird im Allgemeinen Konsumverein in Braunschweig Ende Januar. Und dafür danken wir wie für so vieles der Dr. Christiane Hackeroth Kunst- und Kulturstiftung in Hannover. Su queste foto adesso avete visto quello che abbiamo fatto nelle ultime settimane. È tornata a Venezia Marlene Bath, la nostra borsista artista 2020. Marlene è stata borsista della Fondazione Berengo a Murano e ha realizzato alcune opere in vetro che saranno presentate a fine gennaio in una mostra personale a Braunschweig. E ancora una volta ringraziamo i nostri partner, la Dr. Christiane Hackeroth, Kunst und Kulturstiftung di Hannover. Jetzt aber wollen wir sehen, was jetzt aktuell hier in Venedig läuft. Wir schauen rein ins Atelier und haben hier Falk Messerschmidt, bildender Künstler aus Leipzig, den wir schon vorgestellt haben im Artist Talk. Das können Sie nachschauen bei uns im YouTube-Kanal. Und er wird uns gleich erzählen, was er macht. Und gleich im Anschluss gehen wir runter auf die Terrasse zu Thomas Pöhler. Viel Vergnügen damit und auf bald. Adesso però vogliamo sapere, cosa fanno le che sono qui in questo momento. E vi presento Falk Messerschmidt. Il borsista artista, artista di Lipsia, che parlerà del suo progetto The Atlantis To Come. E subito dopo scendiamo in terrazza da Thomas Pöhler. Ambe due gli artisti li abbiamo già presentati con gli Artist Talk che tuttora trovate sul nostro canale YouTube. A presto e arrivederci! Bei meiner ricerca am am Deutschen Studienzentrum äh, geht es um das äh, Sturmflut-Sperrwerk, das seit kurzem. hier in Venedig äh, funktioniert nach langer, langer äh, Bauzeit und, äh, Experiment und sich jetzt noch in einer experimentellen Phase befindet. Ähm, äh, das heißt Mose, äh, äh, was für elektromechanisches Modul sozusagen äh, steht. Und die Komponenten, die mich daran besonders interessieren, äh, sind die bürokratischen, äh, ökonomischen und historischen. Äh, die eben zu diesem, diesem gigantischen Bauwerk, dem größten Nachkriegsbauwerk der italienischen Geschichte geführt haben. Deswegen bin ich sehr glücklich, dass ich seit, seit kurzem die Erlaubnis bekommen habe, ein gigantisches Modell der Lagune, das sich in Padua befindet, zu fotografieren. Das Modell gibt es seit den seit den 70er Jahren und ist mittlerweile eben antiquiert, weil die Computertechnik so weit vorangeschritten ist, dass die Berechnungen wesentlich präziser sind, die jetzt angestellt werden können. Und das Modell ist insofern eine, eine tolle Metapher auch also für das Sturmflot-Sperrwerk selbst, das nun, das so lange im Bau war, auch... Eine gewisse Antiquiertheit an den Tag legen wird. Binnen weniger Dekaden wird der Meeresspiegel sehr sicher so weit ansteigen, dass das Modul selbst oder das Stromflutsperrwerk ja auch obsolet werden wird, beziehungsweise die ganze Zeit in Funktion sein müsste, was dann wiederum das ökologische Gleichgewicht der Lagune empfindlich stört. Und von daher filme ich dieses Modell mit der Absicht, genau diese, diese, diese Trajektorie äh, zwischen, den beiden, zwischen diesen beiden äh, Bauwerken sozusagen aufzumachen. Und ähm, im Anschluss äh, gibt es jetzt einen kleinen Trailer von den ersten Skizzen. Ich heiße Thomas Pöhler, ich bin Künstler und ich habe aus den Bergen Glimmer mitgebracht nach Venedig. Glimmer, das weiß jedes Kind, sieht aus, als wenn es Silber wäre, aber es ist tatsächlich ohne jeden Wert. Ich suche nun in Venedig Plätze, denen eine Glimmerader fehlt. Dieses Material, das vollkommen nutz- und wertfrei ist, öffnet mir damit einen großen freien Raum. che mi con senso e wert fulleno. Magari mi avete visto con il mio carico di mica quando stavo perlustrando la città, innocchiando sul pavimento e spostando una vena di mica. E grazie per la collaborazione perché ci sono anche veneziani sulle mie foto.